Hallo und herzlich willkommen zum Outdoor-Kurzwissen, nenne ich das jetzt einfach mal. Ich wollte euch mal in Kürze und in der Würze Vor- und Nachteile von Titangeschirr aufzählen. Das ist ja halt schon seit längerem auf dem Outdoor-Markt. Ich habe da jetzt ungefähr 12 Jahre Erfahrung mit, habe es in verschiedenen Situationen benutzt und habe jetzt für mich so ein paar Vor- und Nachteile feststellen können und so ein paar Dinge, die man da einfach beachten muss, wenn man damit nennenswert hantieren möchte, möchte ich das mal mitteilen. So, kommen wir erstmal zu den Vorteilen und ich möchte mich, wie gesagt, ein bisschen beeilen. Titan ist super leicht. Es ist so ziemlich das leichteste Koch- bzw. Essgeschirr, was man finden kann. Wobei im Essgeschirrbereich gibt es Kunststoffvarianten, die noch leichter sind als Titan, aber wenn es Metall sein soll, dann ist Titan auf jeden Fall die leichteste Variante, sein Essen in irgendeiner Form in ein Gefäß füllen zu können. Beim Kochgeschirr, also bei den Kochtöpfen und Ähnlichem, ist Titan das Leichteste. Da gibt es nichts, was leichter wäre. So, dann ist Titan super hart. Damit kommt übrigens auch das geringe Gewicht zustande, weil die Wandstärken von einer Titantasse, einem Titantopf sehr gering sein können, weil Titan halt super hart ist. Und damit ist es dann auch automatisch super leicht, weil nur vergleichsweise wenig Material verwendet wird. Die Härte hat zwei Vorteile. Erstens, potenziell ist Titangeschirr sehr langlebig. Wenn man keinen Unsinn damit anstellt und es kaputt macht und immer schön pfleglich behandelt, dann hebt das ewig. Zweitens, man kann es kaum zerkratzen, was auch wieder gut ist, weil wenn irgendwelche Kratzermaterial ist, dann bleibt da eher Dreck hängen, dann bilden sich da eher Bakterien drin, dann wird es irgendwann gerade bei Outdoor-Geschirr, dass man in vielen Situationen nicht so richtig ultimativ sauber spülen kann, weil man ja möglicherweise kein Spülmittel verwendet, möglicherweise nur kaltes Wasser verwendet oder das Ganze nur mit ein bisschen Gras auswischt oder was man halt im Outdoor-Bereich so tut, dann wäre es halt schlecht, wenn da viele Kratzer drin wären, weil dann halt doch irgendwann ziemlich viele Keime sich in diesen Kratzern, weil man die nicht richtig sauber bekommt, gerne vermehren können. Kratzer treten hier bei Titan nicht auf. Um Titan zu verkratzen, bräuchte man was, was härter ist als Titan. Und da gibt es nichts im Wesentlichen. Außer man hat einen Diamantkratzer dabei oder irgendeinen unglaublich harten Messerstahl oder was auch immer. Aber das ist eigentlich auszuschließen. Mit Titanbesteck selber kann man in Titan eigentlich im Regelfall auch nichts verkratzen. Aber wenn man sich ganz viel Mühe gibt, schafft man es vielleicht. Da sollte man ein kleines bisschen vorsichtig sein. So, dritter Vorteil, Titan ist gesundheitlich völlig unbedenklich. Gibt ja auch Materialien, bei denen das nicht unbedingt so ist. Auch wenn es sich bei dem Titangeschirr, was wir hier haben, um eine Titan-Aluminium-Legierung handelt. Aluminium ist gesundheitlich als nicht unbedingt total unbedenklich, sondern hoch umstritten. Aber bisher ist noch kein Fall bekannt geworden, wo sich das Aluminium aus der Legierung rausgelöst hätte. Wüsste auch nicht, wie das gehen soll, bin da also recht zuversichtlich, dass da keinerlei Probleme auftreten werden. Und dann wäre noch anzumerken, als Vorteil, Titan hat eine sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit, vergleichsweise schlechte Wärmeleitfähigkeit zu den anderen Outdoor-Geschirr-Alternativen bzw. Materialien für Kochgeschirr-Alternativen. Das führt dazu, dass einmal heiße Dinge, die hier drin sind, vergleichsweise lange heiß bleiben, weil die Temperatur nach außen nur sehr langsam entsprechend abgegeben wird. Physikalisch nicht ganz korrekter Satz, macht aber nichts, führt trotzdem dazu, der Kaffee bleibt länger heiß in der Titantasse als in irgendeiner anderen Tasse. Kleine Randinformation, das erste Outdoor-Titan-Teil, das ich gesehen habe, was es auf dem Outdoor-Markt gab, das mir aufgefallen ist, war eine doppelwandige Titan-Isoliertasse, was absolut Sinn macht. In nix wird der Kaffee so lange heiß bleiben wie in einer doppelwandigen Titan-Isoliertasse. Und das war auch genau das Verkaufsargument. Sie wollen keinen kalten Kaffee mehr, auch nicht, wenn Sie in der Arktis unterwegs sind. Nehmen Sie eine doppelwandige Titan-Isoliertasse für sehr viel Geld. Jedenfalls, das waren auch schon die wesentlichen Vorteile, zumindest die, die mir als persönlich aufgefallen sind nach den Jahren der Verwendung. Und dann kommen wir zu den Nachteilen, fließender Übergang. Titan hat eine sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit, was gut ist, wenn man heißen Kaffee drin hat oder Tee, was schlecht ist, wenn man da drin kochen möchte. Und zwar insbesondere dann, wenn man irgendwas anderes kochen möchte als im Prinzip Wasser. Oder Wasser mit Nudeln drin oder Wasser mit Reis drin. Wobei Reis kann schon sehr gut anbrennen. Anbrennen ist das Stichwort. Wenn wir eine kleine Flamme haben, zum Beispiel von einem Gasbrenner, und die beheizt uns nur die Mitte des Bodens unseres Kochgeschirrs, dann wird auch nur die Mitte des Bodens unseres Kochgeschirrs so richtig knalleheiß. Der Rest der Tasse bleibt vergleichsweise kühl. Das heißt, in der Mitte brennt es an und der Rest ist noch roh.
sozusagen, beziehungsweise noch kalt. Im schlimmsten Fall kann das dazu kommen und es hängt wirklich sehr davon ab, mit was man kocht. Irgendwas, was dazu neigt, gerne anzubrennen, insbesondere Sachen, die in irgendeiner Form was mit Milch zu tun haben, Milchreis, Grießbrei, solche Sachen, die brennen einem im Titangeschirr eigentlich wirklich fast immer an. Die einzige Möglichkeit, das dann trotzdem noch zuzubereiten, ist, versuchen, die Milch heiß zu kriegen, ohne dass sie anbrennt. Milch selber brennt auch schon schnell an. Also wirklich rühren und danach dann nur noch ziehen lassen. Auf keinen Fall nochmal auf die Flamme setzen. Will man richtig kochen, ein richtiges Gericht mit richtigem, vergleichsweise hohem Aufwand, dann kann man Titangeschirr vergessen. Richtig schöne, größere Gerichte kriegt man da nicht mit hin. Geht nicht. Klappt nicht. Ist viel zu gefährlich, dass einem da was anbrennt und dann ist die Kacke am Dampfen und das macht wirklich keinen Spaß. Gleiches gilt übrigens auch für dünnwandige Edelstahltöpfe, die gibt es ja auch durchaus auf dem Markt. Die haben genau das gleiche Problem, die Dünnwandigkeit und die noch vergleichsweise auch bei Edelstahl eher geringe Wärmeleitfähigkeit führen dann dazu, dass da die Kacke relativ schnell am Dampfen ist, in Anführungszeichen. Das ist auch schon der allergrößte Nachteil meiner Meinung nach, dass das Kochen halt sich deswegen relativ schwierig gestaltet. Auch die Effizienz beim Kochen, also die Geschwindigkeit von Heißwasser zu bereiten im Titangeschirr, ist weniger hoch als im Alu. Alu durch die höhere Wärmeleitfähigkeit kann potenziell ein bisschen schneller kochendes Wasser produzieren. Der Unterschied ist allerdings super gering. Und gerade, und das möchte ich auch nochmal als Nachteil bemerken, wenn man mit Feuer arbeitet, dass man im Feuer kocht und schiebt zum Beispiel seine Tasse, hier wäre jetzt das Lagerfeuer, hier prasselt es und schiebt seine Tasse dahin und dann prasselt es da dran entlang, weil man zu faul ist, sich irgendein Gestell zu bauen oder irgendwas Besseres. Ne? Bei einem zum Beispiel sehr wärmeleitfähigen Material, wie meinetwegen Alu, ne, oder reicht es, wenn die Flammen da an der Seite entlang flammen, oder bei Edelstahl geht das auch eigentlich relativ gut, dann wird trotzdem der Inhalt mehr oder weniger schnell irgendwann mal heiß. Zeit hat man ja im Regelfall genug. Bei einer Titantasse geht das wirklich ewig. Da muss man also schon vergleichsweise viel Aufwand betreiben, um gerade beim mit Feuer kochen wirklich so viel Flamme an die Tasse zu kriegen, dass es überhaupt funktioniert, mit da drin was heiß bekommen. So eine Sache, die mir persönlich aufgefallen ist und mich persönlich ein bisschen stört beim Verwenden von eben entsprechendem Titangeschirr. Und eine Sache noch, das ist allerdings eher mehr ein Hinweis als ein Nachteil. Titangeschirr darf man nur sehr vorsichtig zum Schneeschmelzen verwenden, wenn man also im Winter unterwegs ist. Das Problem ist nämlich folgendes, durch diese sehr dünne Wand und die sehr hohe Temperaturdifferenz zwischen dem Schnee, den man da reingepresst hat, hoffentlich hat man ihn gepresst, und der sehr heißen Flamme, die dann an dem einen Punkt wirkt, und dazu noch die schlechte Wärmeleitfähigkeit vom Titan führt dazu, dass wir dann ein enormes Temperaturgefälle an der Stelle kriegen, wo die Flamme ansetzt. Insbesondere wenn wir einen Benzinkocher oder was anderes Hochenergetisches verwenden. Und dann verzieht es uns unten den Boden von Tasse, Topf und was auch immer, vom Titangeschirr halt eben. Und dann kann man es eigentlich im Wesentlichen wegschmeißen mit einem völlig verzogenen Boden. Kann man nicht wirklich vernünftig arbeiten. Deswegen muss man, wenn man sicher gehen möchte, dass einem nicht das Geschirr kaputt geht, im Winter immer erst unten ein bisschen Wasser in sein Titangeschirr tun und dann den Schnee hinterher, um Schneeschmelzen zu können, ohne dass es einem die Tasse verzieht, insbesondere wenn man mit Benzin arbeitet. Das ist also noch ein ganz wesentlicher Punkt, den man vielleicht beachten sollte, wenn man über die Anschaffung von Titangeschirr nachdenkt. Ja, aber das ist es dann im Wesentlichen auch gewesen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.